Hey Leute und willkommen zurück zu Pokémon Fusion Origins. Nein, ich das Spiel nicht vergessen. Ich hatte nur einiges zu tun in Dragon Ball Legends. Leute, wir haben letztens Giovanni besiegt. Problem ist aber, wir haben nur noch diese Pokémon. Und wir müssen den Mondberg noch vielleicht durchlaufen. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Wir müssen so ein bisschen rumlaufen probieren. Sonst muss ich den kompletten Weg nochmal laufen. Und eins kann ich euch sagen, der Weg zu Giovanni ist verdammt weit. Das macht dir das Spiel so schwer im Vergleich zu anderen Pokémon-Spielen, dass du eben sehr wenig Heilmöglichkeiten hast. Du hast ständig mega starke Gegner, die da richtig aufs Maul hauen. Dann darf man eins nicht unterschätzen, dass fusionierte Pokémon deutlich stärker sind als nicht fusionierte. Das ist mir schon sehr aufgefallen. Genau, den habe ich letztens auch gesehen. Der sieht auch cool aus. Ein Lunastein mit einem... Hab den Namen vergessen. Aber auf jeden Fall auch eine sehr schöne Fusion. Erinnert mich auch immer wieder daran... Hier ist nichts. Erinnert mich auch immer wieder daran, dass ich eigentlich noch mehr von meinem Team trainieren wollte und so weiter und so weiter. Hab's aber noch immer nicht geschafft, live zu streamen. Es ist so viel zu tun noch. Man denkt immer, ja, jetzt bin ich bald fertig, jetzt habe ich dann gut Zeit, ne? Nein! Nein! Hast du nicht. Oh, da steht ein Opa mitten im Weg. Und da drüben war auch eine Dame im Weg, ne? Die haben zuletzt aufs Maul gehauen, ne? Das ist schon so lange her, als ich das letzte Video aufgenommen habe. Muss erstmal da reinfummeln hier in das ganze Game. Und wieder so laufen wird. Ich hoffe, ich nehme jetzt alles richtig auf, denn ich nehme zum ersten Mal jetzt hier bei meinem PC wieder auf und nicht auf... Hey, ich kann keine 3 Meter gehen, ohne dass mir irgendein Pokémon reinläuft. Ich nehme jetzt hier nicht mal bei Diana auf, wie ihr im Hintergrund seht, sondern in meinem Aufnahmesetup, was noch sehr dunkel ist. Ja, ich bin ziemlich dunkel, aber ist ja egal. Genau, den Trainer bin ich letztens reingelaufen. Da würde ich gern vorbei, aber warum kommen denn alle 5 Schritte im Pokémon? Ich will doch einfach nur weg hier. Okay, diesmal versuchen wir vorbeizukommen. Okay, hat geklappt. Also, wir sind jetzt schon mal weiter als letztens. Vielleicht? Das ist auch der falsche Weg und es wäre rechts beim Alter Gitterwind. Oder es wäre rechts beim Opa richtig gewesen. Ich habe aber keine Ahnung, wie der echte Weg am Mondberg hier sein soll. Deshalb laufen wir einfach ein bisschen feuchtfröhlich rum. Ich bin falsch mit gelaufen. Ein Feuerstein. Können wir mal versuchen, ob random der Feuerstein auf irgendeinem Pokémon von uns anwendbar ist. Nope. Hätte sein können, ne? Sind alles Fusion, alles kann irgendwie random passieren. Das heißt aber, ich muss am Opa vorbei. Das wäre unser garantierter nächster Kampf, wird der Opa. Wenn ich jetzt nochmal in der Dame vorbeikomme hier oben. Links war ja nichts, ne? Ey, warum kommt denn alle 2 Meter ein Pokémon? Also eigentlich bin ich gewohnt in Höhlen, dass halt ständig Zubats einem angreifen, ne? Aber hier ist ja gefühlt alles andere als Zubats. Alles klar. Das war mal nix, würde ich sagen. Warum ist das jetzt so schlimm, Leute? Ich bin letztens hier schon abgenippelt, Leute. Die Dame war einfach zu stark gegen mein Pflanz-Pokémon und wir wissen, es war der falsche Weg. Ja, ich habe jetzt keinen Feuerstein, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, den ganzen Weg zu laufen. Ich versuche mich hier raus zu sneaken aus diesem Berg hier. Die sich jetzt gedreht hätte, ne? Ich versuche mich hier raus zu sneaken aus dem Berg und wir müssen jetzt also am Opa vorbei. Punkt. Vielleicht ist auch der Ausweg dann schon dort, ne? Wir gucken einfach mal. Lasst uns einfach mal überraschen. Wir chillen ein bisschen. Also, dieses Spiel sehe ich schon sehr als Chill-Let's Play. Alter, draus geht ihr wieder noch. Ich kann hier ein bisschen entspannen. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen entspannen. Eigentlich müsste der Gigasauger ja gut Damage machen, oder? Jo, Gesteins-Pokémon. Easy peasy, lemon squeezy. Guter Anfang. Ich hoffe, es läuft gut so weiter. Carbay. Ich habe keine Ahnung, was das war. Was ist ein Caribbee? Es ist also ein... Zobiris, ich wurde angezündet. Ein Zobiris mit Dianzi, oder? Ich glaube, Zobiris mit Dianzi. Verbrennung ist natürlich jetzt arschnervig, dass er genau diesen Move gemacht hat. Aber ich hoffe, da kommen wir durch. Nehme ich auf. Ich glaube, ich nehme auf. Aber ich glaube, da kommen wir schon durch. Nächstes Pokémon, letztes Pokémon von ihm. Das ist echt der letzte, ne?
will mir halt echt gern gegenheilen, ne? Gut Damage auch gemacht, ne? War perfekt. Einfach nur perfekt besiegt. Da kann man einfach nicht meckern. Das war schön. Das war einfach nur schön instant speichern. Das war einfach nur Wunder. Ihr könnt weinen, dass wir so leichten Gegner besiegt haben. Das glaubt einem ja fast keiner. Jetzt hier. Wer jetzt hier nicht ausweggießen. Rare Candy. Sehr geil. Damit könnten wir. Hä? Wie jetzt? Rechts ist der Opa. Der. Aber Giovanni stand doch da. War meine einzige Aufgabe in diesem Berg, Giovanni zu besiegen? War das meine einzige Aufgabe? Hätte ich hier sonst nichts machen müssen? Kann das sein? Jetzt mal Real Talk aus der Zentrale. Kann das sein, dass... Musste ich einfach nur Giovanni besiegen? Ich sehe bei besten Willen einfach keinen Ausgang, keinen weiteren Weg mehr. Escape Rope, ja, würde auch passen. Ich musste nur Giovanni besiegen? Hä? Ich hoffe, ihr merkt mir Verwirrtheit. Warum? Oh, hier ist noch ein Weg. Hier ist noch ein Weg. Alles klar, ich habe noch einen Weg gefunden. Alles klar, ich habe noch einen Weg gefunden. Okay, aufpassen. Blutzug. Blutzug. Zubat ist ein Blutsauger. Okay, ich habe doch einen Weg gefunden. Doch nicht. Leider kein Escape Rope. Schade. Ich hatte echt gehofft, wir können jetzt raus aus diesem Mondberg. Und. Ich habe vergessen. Raus aus dem Mondberg. Hey, doch, kann ich. Da ist auch nichts. Okay, lol. Es ist einfach nichts hier oben. Es sind einfach nur Trainer und Items, die rumliegen. Dann muss Giovanni doch das gewesen sein, was wir hier tun sollten. Ich speichere hier mal und gehe zurück in die Stadt, würde ich sagen, mit der Escape Rope. Alter, draußen geht so der Wind, Baby! Okay, dann gehen wir mal zurück, würde ich sagen. Okay. Ich habe mit vielen gerechnet, aber damit nicht, ehrlich gesagt. Wo ist die Escape Rope? Hä? Ach, hier oben. Hoppla. Mussten wir echt nur Giovanni... Hä? Was ist, hä? Ist bei dem Speicherstand irgendwas kaputt gegangen, wenn ich bei deiner zurück bin? Warum bringt mich die Escape Rope hier hin? Was soll ich denn hier? Hä? Okay. Irgendwie ist das sehr komisch. Leute, dann nimmt man mal wieder auf seinem eigenen PC und dann ist alles irgendwie merkwürdig. Am Mondberg gibt's nichts zu tun. Die Escape Rope bringt mich nicht raus. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist irgendwie Gegner besiegen und hoffen, dass ich irgendwann besiegt werde, um einen Pokémon Center aufzumachen. Wobei ich jetzt echt Angst habe. Oh mein Gott, das ist cool. Der hat einen Wolverock mit... Was ist da denn drin? Was ist diesen Wolverock? Main Rock. Was war... Leute, was war das für eine Fusion? Haut mal in die Kommentare. Was war das denn bitte? Und ja, wenn wir alle so easy besiegen, dann komme ich hier nie wieder raus, ne? Muss ich jetzt echt den Weg zurücklaufen? Es sieht so aus, ne? Außer wie gesagt, ich werde besiegt halt von irgendjemandem, ne? Es ist echt verwirrend. Warum bringt mich dieses Game Drop aus dem... Mann, ja, es kann natürlich sein, dass mehrere Ausgänge aus diesem Tunnel... Da ist noch eine Tür. Lul. Da ist eine Tür. Aber das erklärt noch immer nicht die Escape Rope, ne? Ja, ich bin ein bisschen durcheinander in dem Video. Ist okay. Trotzdem verstehe ich es nicht. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ist das ein B-Mann mit einem...
Quaijutsu oder so? Was ist das genau? Ist da ein Quaijutsu drin und ein Bämon? Nein. Da ist kein Wasser-Pokémon drin. Was ist dieses... Was ist hier passiert? Skorgler. Ein Skorgler? Mit einem Bämon vielleicht? Ey, ich hab keine Ahnung, was da drin ist. Und ich krieg's gefühlt nicht down, ne? Hä? Was ist da drin? Oh, das war jetzt schlecht. Was ist da drin? Okay, er ist besiegt, aber was war da drin? Ich hab noch mal keine Ahnung. Der 35 schon für den Vogel, Alter. Quiver Dance. Was ist denn Quiver Dance? Ich kenne River Dance, aber was ist Quiver Dance? Kieferattacke? Unser Dance is to rise in Special Attack, Special Defense and Speed Stats. Uff. Das ist krass. Aber ich habe gerade keine Ahnung, ob wir Special Attacker sind. Theoretisch ja, ne? Wenn wir Special Attacker sind, müsste ich eigentlich die Flugattacke löschen. Aber, nee, mach die Ding mit. Kommt jetzt noch ein Pokémon eigentlich? Ich glaube, ne? Ja, noch eins. Ich muss mein Pokémon wechseln, damit ich das hier heilen kann, weil das verlieren sie mir am Arsch. Da gibt's einen Ausgang! Oh scheiße, zum Glück habe ich das mit dem Fluchtseil nicht hinbekommen. Was denn durchgeht? Oh mein Gott, was ist das denn? Was eine durcheinander YouTube-Folge. Leute, ich hoffe, ihr habt noch Zeit mitgebracht, ne? Super Potion. Kriegt jetzt er hier mal? Dann bräuchte ich noch einen Burn hier, ne? Aber hat's vergessen, ne? Er wird stärker. Das ist ein Flug-Pokémon, oder? Gezündet. Power Punch. Nicht effektiv. Perfekt. Brennt. Ich brenn. Er brennt. Aerial Ace. Kritischer Treffer? Nein! Also ja, war ein kritischer Treffer, lul! Aber ich bin drauf gegangen. Fast. Und zum Glück hat er eine Verbrennung. Also das war ganz schlau eigentlich. Nur das Problem ist, dass er halt, also dass ich halt auch brenne. Aber wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt und haben den Ausgang vor der Tür, ne? Ich gehe jetzt raus. Lol. Bruder, muss ich los. Wir haben es geschafft, alle. Wir sind durch den Mondberg und haben ein Pokémon Center. Ich freue mich gerade einen Arsch weg. Ich brauche erstmal Kaffee. Was ein geiler Scheiß. Alter. Alter, das ist nice. Das ist richtig, richtig nice. Wir haben ein Pokémon Center. Wir sind draußen. Ich bin gerade so glücklich. Ich bin gerade so happy einfach nur. Scheiß. Die waren dann erstmal speichert. Ich hätte fast ein Fluchtseil falsch benutzt, ne? Stell dir das mal vor, ich hätte den ganzen Weg nochmal laufen müssen. Ich hätte mir so einen Arsch gebissen. Okay, wir sind jetzt draußen. Und wo sind wir zum Piep nochmal? Oh, oh. Sandsturm. Ein Typ, der mir den Weg versperrt. Wo sind wir? Neue Pokémon. Oh, da ist er. Was bist du, ne? Was bist du? Level 18 halt nur, ne? Ich hoffe, ich finde den auf einem höheren Level. Ich würde den so gern fangen, ne? Ich bin ein großer Fan von... dass der sich wegdreht. Ich bin ein großer... großer Fan von Olangar. Warum hat der jetzt nicht mich angegriffen? Dragosso? Oh mein Gott, sieht das böse aus. Alter, Dragosso mit der Maske, mit der Totenmaske. Lol, das passt wie Arsch auf Eimer. Oh mein Gott, das ist ein passendes Dragosso. Aber... ist dort der mich nicht angegriffen? Ach Gott, da ist schon wieder ein Tunnel. Echt jetzt? Da ist schon wieder ein Tunnel? Ich komme nie irgendwo an. Ey, das Dragosso ist so cool. Level 23, wird schon besser.
Oh, das ist so cool mit der Maske. Ey, das passt so gut. Ihr wisst ja, dass Dragosso angeblich den Schädelknochen seiner Mutter trägt. Ah, von dem her passt das so gut mit dieser Maske. Krass. Krass. Okay, ein Pokémon. Hellcarry. Oh Gott, hab Schiss, ne? Bulldoze vielleicht? Ich hab echt keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist, aber war eine gute Idee, schon. Drain Keys war schlecht. Es kann eine Feenattacke! Es kann eine Feenattacke! Alarm! Alarm! Scheiße. muss wechseln auf irgendwas anderes. Scheiße, eine Feenattacke. Ja, komm schon, ich habe 3 Drachen im Team. Feen und Eis-Pokémon sind meine Erzfeinde. Es sind einfach meine Erzfeinde. Das ist so ein Scheiß. Wir haben Alphen Sandsturm getroffen. Ey, das ist so ein Scheiß. Ah, fast tot. Sandsturm. Oh, wir können Feuer, lol. Alter. Tötet der Sandsturm sie jetzt? Nein. Ja, schnell ein Aerial Ace, zack, weg dann. Okay, krass. Warum? Warum war das ein Feen-Pokémon? Wie viel Pech kann man haben? Ja. Warum? Also instant mit Heiltrank benutzen. Mann. Will mein Devitar hier echt nicht verlieren, ne? Mach keinen Bock, schon wieder in den Pokémon herzulaufen. Was steht hier? This place was a root once, full of trees and grassy areas. Okay, also hier waren mal wunderschöne Bäume und alles, aber alles ist im Arsch. LOL. Das ist das aggressivste Kusilla, was ich je gesehen habe. Ist es mit einem Mollung zusammen? Oh Gott, guck, das ist ja auch grad. Ah, mach's weg. WTF, was war das für ein Kusilla? Was war das für ein Kusilla? Mann. Klopferno? Was? Ein Wasserfeuer? So ein Scheiß. Bringt da jetzt eine Gesteinsattacke was? Hm? Scheint noch gut. Aber wie das aussieht, ein Panferno mit einem Octillery. Nee, mit einem. Ah, ich weiß nicht, wer heißt. Nein, die brennen ja so ein Scheiß. Oh mein Gott, was eine merkwürdige Fusion. Also, die haben ja Magma schon, ne? Denkst du dir, what the fuck, was tun sie hier genau? Was genau tun sie hier? Also, Magma, ne. Okay, jetzt kommt ein Hawk-Ding wieder. Ah, der, ja. Hawk, also. Eigentlich müsste er ja. Ah, scheiße. Die Kampfattacke. Gegen Unlicht. Ah, Mann. Eigentlich müsste er, würde ich sagen, perfekt ja ein. Stein! Gesteinsattacke passen, aber nein! Aber nein. Ey, ich bin so gespannt, wann sich mal unser Tokio entwickelt, ne? Federtanz. Oh Gott, sag mal, Attack richtig krass gesenkt. Hm. Ey, das ist ein aggressives, Und ich habe noch immer keine Ahnung, was die zweite Form ist, die in diesem Pokémon drin ist. Wie sehr willst du meine Kampfkraft senken? Die Antwort ist natürlich ja. Guckt euch an, ich mache keinen Schaden mehr. Double Team auch noch. Also, ich mache keinen Schaden mehr und er weicht jetzt eher aus. Deswegen musste ich jetzt einen Spezialangriff einsetzen. Oh Gott, der bringt ihn zum Glück um. Oh Gott, der Sandsturm mit dem Verbrennern tötet ihn jetzt. Oh Gott, zum Glück. Was ein nerviger Gegner. Tschüssi. Was ein Scheiß. Und ich habe schon wieder ein Pokémon verloren, ne? Es geht so schnell, in dem Spiel hier ein Pokémon zu verlieren. Es ist schon wieder tot. Mann. Zum Glück spiele ich ja keinen Nuzlocke oder sowas. Ich würde durchdrehen, ne? Ich würde so durchdrehen mit dem Spiel. Das ist Dragosso wieder. Und ich habe noch einmal keinen Shiny gesehen. Gibt es einen Shiny im Spiel? Gibt es keinen Shiny? Wir wissen es nicht.
Aber der Weg ist schon mal krass. Surfer habe ich nicht. Das ist Godzilla. Kann das Godzilla bitte aufhören, wie ein Molunk zu gucken? Der kommt auf die Idee, in ein Godzilla einen Molunk zu stecken. Wer kam auf diese Idee? Hab Opa erfolgreich ausgewichen. Wahrscheinlich ist er gar kein Trainer. Was haben wir hier? Ah, Dragosso. Ah. Da gibt es sicher noch weitere coole Pokémon, die hier rumstehen, oder? Rumlaufen. Die hier rumlaufen, denke ich. Ich glaube, dass die zwei einzigen sein sollen. Okay, er steht leider, weil ich nicht vorbeikomme. Ah, der ist noch da. Level 19. Ah, kann er nicht höher sein? Ich habe echt keinen Bock mehr auf Trainieren, ne? Ich würde ihn sehr, sehr gerne fangen, aber nicht auf dem Level. Der muss auf einem höheren Level sein. Dann hätte ich den extrem gerne im Team. Also er sieht für mich optisch perfekt aus fürs Team. Aber nicht auf dem Level, ey. Nicht auf dem Level. Spiel gespeichert, weil ich Angst habe, dass er mich jetzt tötet. Gefühlt. Jetzt sag ich mal ein Wort zu uns. Sind wir jetzt hier eigentlich am Sandsturmweg oder was? Für vier Pokémon? Mitschu? Ach Gott, das Mimikma mit Pikachu. Das ist so cool. Das ist so cool. Ey, das ist eine Fee, oder? Aber ein Geist. Hatte kurz Angst. Nein, paralysiert. Das ist ganz, ganz schlecht. Mannpip. Was war ein Mannpin? 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 Ach, das Vieh. Problem ist. Lol. Eigentlich müssten wir Paralyse als zweiter angreifen. Krass, dass wir jetzt als erster Angriff haben. Ein bisschen überraschend gewesen. Das hat mich jetzt schon überrascht. Das ist ja auch ein Geist, oder? Ist das ein Geist? Das ist doch ein Geist, oder? Hat nur Sieg diesem lauter gemacht. Ich hoffe, ihr hört was vom Spiel mal. Ey, easy mit Knirscher alles durchzufressen hier mit meinem Drachen. Was hat er jetzt noch? Inka, was? Inkadia. Oh lol. Das ist jetzt aber ein. Ich hab keine Ahnung. Es ist ein Guaiutsu mit einem Inke. Hat er jetzt einen Vollbart? Ach, zum Glück. Er hat einen Vollbart. Also, er hat einen Vollbart, ne? Okay. Level 31, perfekt. Wenn der sich entwickelt, ich schätze ja 40, 50 erst, ne? Also, bis der sich entwickelt, da kann man lange warten. Also, ich sag frühestens. Frühestens Level 40. Paralyseheiler habe ich zum Glück schon welche da. Das nervigste überhaupt im Spiel. So, das haben wir auch besiegt. Dann ist hier oben ein Pokéball, den ich eigentlich holen kann. Ich würde sogar das Pokémon fangen, ne? Aber es kommt nicht in der Stärke, in der ich es gerne hätte. Ich habe einfach keinen Bock zu trainieren. Rollung. Alles im Leben umgesehen. Ich hab. Lol, ich habe hier im Sandsturm das TM-Sandsturm gefunden. Dann nehme ich schon auf. Okay. Oh, den gibt's ja auch. Lol. Ah, ist schon stark. Ist schon stark, ne? Darf man nicht unterschätzen, aber weiß nicht so recht. Ich glaube, mein Mod Ebador wird es auf jeden Fall nehmen, das Pokémon. Aber ich hätte echt gerne das Bämon, ne? Godzilla. Ich hätte so gerne das Bämon auf einem höheren Level als Level 19. Das ist mir halt einfach zu niedrig. Bisher läuft ganz gut der Weg. Sind wir draußen? Wir sind draußen. Oh, scheiße. Hey, wir sind in der Stadt. Es gibt hier wieder ein Pokémon. Oh, mein Gott, es gibt wieder ein Pokémon-Center. Rein da. Wir haben eine neue Stadt erreicht. Baby. Aber ich hätte jetzt echt gerne noch dieses, das Pummeluff links sieht so creepy aus. Ich hätte jetzt noch immer gern das Bämon. Ich will es haben. Leute, wir gehen noch ein bisschen auf Bämon-Jagd, würde ich sagen. Ich bin noch nicht bereit aufzuhören. Ich hätte echt gerne das Bämon. Wenn ich hier hin und her laufe, müsste es erreichen, oder? Ich hätte echt gern das Bämon. Ja, das ist auch cool, wie gesagt, aber ich will das Bämon. Ich habe Devita schon im Team. Feiere ich übertrieben. Ich feiere meinen Bruder Landa übertrieben. Ich feiere unseren Starter. Problem ist, alles sind Drachen. Aber
Jetzt noch dazu ein Olangar. Reise aber da, Level 22. Perfekt. Den wollen wir haben. Jetzt darf ich ihn aber nicht besiegen. Das wäre das Problem. Dragon Breath. Wir sind verwirrt, alles klar. Geht nicht. Verstehe. Dragon Breath funktioniert. Oh, wir haben einen Timer. Ganz vergessen. Der Sandsturm, Leute. Wenn der Sandsturm ihn tötet, ist es vorbei. Oh Gott. Oh, das wird schwer. Das wird schwer. Ich habe echt Angst, ihn anzugreifen. Das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, dass ja er Schaden bekommt dadurch. Ja, nur minimal Schaden, aber trotzdem, ne? Ich glaube, es ist sinnvoller, Pokéball drauf zu werfen. Ich habe halt leider kein Schlafpuder. Oh Gott, ne, kannst du knicken, ne? Ui. Stimmt, er heilt sich ja. Er heilt sich ja. Hm. Ich würde echt nicht gern besiegen, ne? Und wir haben einen Timerball, falls das Ganze echt lang wird, ne? Krass. Es wackelt nicht ein einziges Mal. Hm. Ich muss ihn angreifen. Nicht mich angreifen, ihn angreifen! Gott, habe ich mir extrem viel Schaden gemacht. Ich habe mir echt viel Schaden gemacht, ne? Alles klar! Leute, ich gehe jetzt ohne euch fangen. Wünscht mir viel Glück, drückt mir den Daumen. Ich gehe zum Bam und fangen hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Abonnieren, um nicht zu verpassen. Meinungen in die Kommentare. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst Bescheid. Bruder, Schwester, Faust geht raus. Haut rein. Und ciao.